Lallo, liebe Leute, ich komme aus China. Wunderschöne China. 31. Dezember 2019. Die WHO wird über Lungenentzündungen mit unbekannter Ursache in der chinesischen Stadt Wuhan informiert. Lallo, liebe Leute, ich komme aus China. Kennen mich alle. Ich sei in Corona, komme aus wunderschönen China, freue mich auf eine Reise rund um den Globus, von USA bis nach Italien, Frankreich. Aber jetzt freue ich mich auf eine köstliche Passion Schöpula und auf die herrliche Natur. Denn mein nächster Stopp, das ist Schweden. Herzlich willkommen in Schweden. Wer bist denn du? Hallo, kenne mich nicht. Ich sei Corona, komme aus China. Wunderschöne China. Letzter Zeit so wenig los war, haben wir gedacht, muss ich ein bisschen wegbringen. Wir haben dich zwar nicht eingeladen, aber hier in Schweden ist jeder willkommen. Schöne Reise. Der war aber aufgedreht, aber er wird schon nichts Schlimmes anstellen. Schöpula, Schöpula, Knäckebröt, Knäckebröt. Hey Gül, ab März verfolgt die schwedische Regierung das Ziel, eine Herdenimmunität gewissen Maßes herzustellen. Die Maßnahmen basieren vorwiegend auf Empfehlungscharakter. Masken im Bus und Bahn, Schulen und Restaurants bleiben geöffnet. Trotzdem nehmen die Infektionszahlen zu. Teilweise treten schwere Verläufe auf. Auch die Todesfälle steigen an. Mein Aufenthalt in Schweden war einfach nur wunderschön. Aber jetzt geht es für mich weiter. Und ich freue mich auf eine köstliche Wiener Schnitzel, auf ein herzliches Christi und vor allem auf die freundlichen Leute in Österreich. Herr Duder, stopp! Von dir und deinen Bierfreunden haben wir schon gehört. Den brauchen wir in Österreich doch nie. Von denen haben wir Angst. Hau die Übertreiser. Geh verschwind! 25. Februar 2020. Die ersten beiden Corona-Fälle werden in Österreich entdeckt. Wir müssen handeln. Was der? Wir brauchen einen Lockdown. 16. März 2020. Österreich geht in einen Lockdown. Homeoffice, Schulen schließen, Gastronomie und Handel schließen. Der gibt Corona, wir müssen noch was tun, es braucht noch ein Lockdown. November 2020. Die Infektionen in Österreich steigen wieder. Lockdown 2. Babyelefant, Quarantäne. Erneuter Lockdown an Weihnachten. Lockdown 3. Ausgangssperre, Schichtbetrieb. Lockdown 4. Impfung. Impfpflicht? Ja, nein. Mittlerweile werden verschiedene Impfstoffe erforscht. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna. Zuerst werden die Risikogruppen geimpft. Danach bleibt die Entscheidung jedem selbst über. Und wie geht es jetzt weiter? Die Wissenschaftler wissen es nicht. Und wie geht es jetzt weiter? Die Politiker wissen es nicht. Und wie geht es jetzt weiter? Wir wissen es auch nicht. Aber eines wissen wir.